Ach, schönen guten Abend, ihr Lieben. Haben wir es gut, dass wir so zusammenkommen können, weißt du? Haben wir es gut, dass wir unseres Bruders Schönheit und Unschuld erkennen dürfen? Haben wir es einfach gut, dass wir einfach so frei hier zusammenkommen können und Auferstehung und Gott feiern können? Also mir ist immer wieder so bewusst, wie gut wir haben, dass uns Jesus ausgewählt hat. Nicht wir haben den Kurs gewählt, sondern er hat uns gewählt, weil wir so sehr um Hilfe gebeten haben. Weil wir uns so sehr in unserem Geist verloren haben, in den Geschichten der Welt und der Angst. Wir haben um Hilfe gebeten. Und die Hilfe ist jetzt da. Und ich bin dir so dankbar dafür, dass du sie annimmst und akzeptierst, genauso wie ich. Und diese Hilfe nennt sich heute Aleph. Morgen mag sie einen anderen Namen haben. Morgen mag es ein Festival sein in Birnbach oder wo auch immer. Aber wir kommen einfach zusammen in seinem Namen. Und lassen uns frei, lassen jeden hier frei von allen Erwartungen. Und dann können wir wirklich feiern. Und kann es uns gut gehen lassen und können uns von Gott in jedem Moment als Lehrer Gottes verwöhnen lassen. Ist das nicht großartig? Es ist so gut, dich zu sehen, Kerstin und Uwe und Maria und Gisela und Noah und Carola und Peter und jeden hier, Christine, Christina, W, D, E. Es ist nicht einfach großartig, Christa, es ist nicht großartig, dass wir halt ohne irgendwas hier zusammenkommen können. Wir werden nicht ans Kreuz genagelt für das, dass wir die Wahrheit deklarieren und teilen. Wir kommen nicht auf den Scheiterhaufen. Wir werden nicht mehr bestraft dafür. Wir brauchen keine Strafe fürchten, Christine. Also irgendwo hat sich unser Geist verwandelt. Irgendwo erlauben wir es in unserem Geist, verwöhnt zu werden und nicht mehr für bestraft zu werden als Lehrer Gottes. Und ich möchte in dem Moment einfach den Dank für dich und für jeden, du bist ein Lehrer Gottes und für jeden Lehrer Gottes in der Welt ausdrücken. Es gibt so viele in allen vielen verschiedenen Ländern, Kulturen. Sie kommen von überall her, sagt Jesus. Wir sind ja jetzt im Handbuch für Lehrer. Sie kommen von überall her, aus allen Religionen und aus keiner Religion. Ich kenne so viele Lehrer Gottes, die mit vollster Hingabe und nicht für Geld das machen. Es lässt sich nicht mit Geld bezahlen. Die reisen, die unterwegs sind, die aktiv sind. Oder es auch in ihrem Familienkreis als Lehrer Gottes sind. Das spielt keine Rolle. Aber die sind aktiv und die werden vielleicht kritisiert für das, was sie machen und kriegen keinen Applaus. Und trotzdem erfüllen sie standhaft ihre Funktion. Es ist nicht wunderbar. Sie lassen sich nicht umwerfen, es kommt kein Lüftchen und sie werden umgeworfen und sie sagen, das bringt ja alles nichts. Sondern sie stehen jeden Tag mit großer Freude auf. Und diese Botschaft der Liebe, der Hoffnung und der Freude zu teilen. Es ist nicht großartig. Und du, weißt du bist einer davon. Du bist ein Lehrer Gottes. Du lehrst 24 Stunden. Du lässt dich nicht vom Lüftchen umwerfen. Du sagst nicht, oh, heute dieses Lehren, diese Session, Aleph hat mir nicht so gut gefallen, jetzt gehe ich niemals mehr dahin. Sondern du kommst immer wieder. Du hast einmal Ja gesagt.
Und jetzt lässt du dich hier verwöhnen und teilst es mit deinen Schwestern und Brüdern. Und dafür sage ich dir Danke von ganzem Herzen. Auch wenn du vielleicht in deiner Familie keinen Applaus dafür erhältst. Als wenn vielleicht in deiner Familie auch manche dir scheinbar dann feindselig gesinnt sind. Oder es nicht verstehen, dass du diesen Kurs machst und die Wahrheit lehrst und solche Ideen teilst. Vielleicht kriegst du dafür keinen Applaus von deiner Familie, von deinem Partner. Und doch machst du es. Und das ist, was ein Lehrer Gottes ist. Er bleibt standfest. Er lässt sich nicht umwerfen, er lässt sich nicht entmutigen. Sind wir manchmal entmutigt? Alle von uns geht es so, mir genauso. Manchmal bin ich entmutigt, manchmal denke ich mir, jetzt hast du schon so viele Sessions gelehrt, auf Spanisch, auf Englisch, auf Deutsch, in Aleph, in einer anderen Plattform. Hört denn das nie auf? Jesus, kannst du nicht eines anderen Mundes und Zunge verwenden, um deine Worte auszusprechen und zu teilen? Und ich habe, und er sagt immer zu mir, wenn ich so Widerstand habe, sagt er immer, warum habe ich dich gewählt? Ich habe gesagt dann auf Jesus, warum hast du mich gewählt? Warum nicht jemand anderen? Es gibt ja so viele. Und sagt er, weil du es tun wirst. Ich habe immer wieder die Antwort von Jesus gehört, genauso die er zu Helen gesagt hat. Helen hat auch gesagt, warum nimmst du nicht eine heilige Nonne? Ach doch, noch ich bin eine schlechte Wahl. Und dann hat Jesus gesagt, Helen, ich habe dich gewählt, weil du es tun wirst. Du wirst dieses Spiel der Erlösung spielen und du wirst auferstehen. Mit weniger Widerstand, einmal mit mehr Widerstand, einmal lässt du dir mehr Zeit, ein anderes Mal sparst du mehr Zeit, aber du wirst es tun. Ich habe vollkommenes Vertrauen in dich. Ein guter Lehrer, sagt Jesus einmal im Kurs, vertraut auf die Ideen, die er teilt. Aber noch wichtiger, er vertraut auf denen, die er lehrt. Er vertraut denen, die er lehrt. Ich vertraue vollkommen in dich, dass du die heutige Lektion gemacht hast. Ich vertraue vollkommen in dich, dass der Heilige Geist dich ins Himmelreich führt. Da gibt es keinen Zweifel in meinem Geist. Ich vertraue vollkommen, dass du alle Eigenschaften eines Lehrer Gottes hast, dass du die vollkommene Bereitschaft hast. Da gibt es keinen Zweifel in meinem Geist, dass du deine Funktion vollkommen erfüllst. Und dass die Form, die sie annimmt, die vollkommen richtige Form ist, um die Funktion zu erfüllen. Es ist jetzt nicht der Mehrwert, der hier mehr bla 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 macht oder der Vortänzer ist. Es gibt Vortänzer bei Aleph. Es scheint so zu sein, als gäbe es einen Lehrplan und es gibt Lehrer, die dann lehren. Aber in Wahrheit lehrt hier jeder in jedem Augenblick durch seine Gedanken, durch seine Ausdehnung, durch die Liebe. Geht es euch gut als Lehrer Gottes? Geht es euch gut? Geht es dir gut als Lehrer Gottes? Und wenn es dir mal nicht gut geht, wenn du mal verzweifelt bist, wenn du an dir zweifelst, dann lass dich von ihm führen. Dann lass dich von ihm nach Hause führen. Und nimm es nicht zu ernst. Ich glaube, eine der wesentlichen Sachen, die ich in meinem Erwachen als Lehrer Gottes erfahren habe, genauso wie du, nimm dich selber nicht zu ernst. Wo ich angefangen habe mit dem Kurs, da habe ich mich sehr selber ernst genommen. Da habe mir überlegt, und was muss ich sagen? Und was werde ich sagen? Und hoffentlich wird es denen gefallen, was ich sage und was ich teile. Hallo Gabriele, hallo Brigitte, Christine, Michaela, Claudia, Marc ist auch hier. Und weißt du was, das wird immer leichter, das wird immer geführter. Und das ist wirklich eine große Gnade, sich selber nicht mehr so ernst zu nehmen.
Ich weiß, dass es bla 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 manchmal ist. Ich weiß, dass es manchmal eine Show ist. Aber wenn es so vom Heiligen Geist mir gezeigt wird, dann sage ich einfach ja dazu. Und das ist das Schöne. Wir brauchen uns selber nicht mehr so ernst nehmen. Wir wissen, dass wir uns immer nur selber lehren. Und in dem Lehren und in dem Lernen kriegen wir halt die ganze Unterstützung des Universums. Für den anderen ist ja, dass er mächtige Gefährten bekommt an seine Seite. Wir haben ja beim Festival, vielleicht haben wir Kontakte und Telefonnummern ausgetauscht und haben jetzt neue mächtige Gefährten. Ich habe es genauso so erfahren. Und dann gibt es halt auch andere mächtige Gefährten. Und das sind zum Beispiel die Erlösungsbananen für mich. Die helfen mir auch. Was? Die helfen dir? Ja, das sind meine Lieblinge im Erwachen. Die helfen mir. Die sind mir nicht ohne Grund geschickt worden. An ein paar anderen sind es vielleicht Süßigkeiten, Mannerschnitten, Mozartkugeln. Oder ein vegetarisches Schnitzel. Aber alles wird uns gegeben. Das nennt man Erlösungsbanane. Diese Banane erlöst mich von einem Gefühl des scheinbaren Hungers. Gib mir Gottes Kraft, Gottes Stärke. Und gib mir Gewissheit, wer ich bin. Es ist ein mächtiger Gefährte für mich geworden. Hätte ich das vor 10 Jahren gelehrt, hätte ich mich dafür geschämt. Und jetzt erkenne ich es, jetzt macht es mir Freude, alles einzubeziehen. Und so kriegst du alle Unterstützung als Lehrer Gottes, alle. Und vielleicht denkst du, dass es nicht so ist, aber ich kann dir versichern, Brigitte, dass es so ist. Du kriegst alle Unterstützung in deinem Erwachen, wenn du dich einmal dafür entschieden hast. Wenn du einmal gesagt hast, Jesus, sei du mein Lehrer, dann wird alles in Raum und Zeit, von außerhalb von Raum und Zeit, perfekt arrangiert, dass es leicht wird, dein Erwachen. Und wenn es nicht leicht wird, mein Freund, ich habe es heute einmal kurz geteilt in meiner anderen Klasse, wenn es nicht leicht ist, mein Freund Monty, der hat mich jeden Tag darauf hingewiesen, es war ganz ein strenger Lehrer auch, hat immer zu mir eines gesagt, Hubert, wenn es nicht leicht ist, wenn du spürst, dass es eng in deinem Geist ist, dann bist du noch mit deinem menschlichen Geist am Machen und bist noch nicht vollkommen im Empfangsmodus. Solange du noch machst, wird es immer eng im Geist. Und dann wird es schwer und dann wirst du müde dabei. Und da bist du noch nicht im vollkommenen Empfangmodus. Da hältst du es noch klein, da vertraust du noch nicht auf das Wunder. Und wir als Lehrer Gottes erfahren einfach immer alles aufzumachen für das Wunder und unseren menschlichen Geist nicht mehr anzuwenden. Wenn dir Gott wirklich alles gegeben hat, mein lieber Lehrer Gottes, dann braucht es keine Anstrengung mehr von mir, irgendwas hier zu reparieren oder zu kontrollieren oder versuchen, ein Problem zu lösen. Weil es wurde darin bereits für mich gelöst. Aber bin ich wirklich bereit, im Empfangsmodus die Lösung, die sich auch Gott nennt, anzunehmen? Es ist nur ein Annehmen. Jesus sagt immer wieder im Kurs, diesen Kurs kannst du nicht verstehen, aber die Wahrheit kannst du annehmen. Und solange ich noch Schmerz verspüre und Anstrengung und noch einen inneren Kampf, hat mich Monte jeden Tag, hat er mir das gesagt, Hubert, solange du noch kämpfst um irgendwas hier, solange bist du noch nicht vollkommen im Empfangsmodus. Deine Hände sind noch nicht vollkommen offen. Du
Du kommst noch nicht vollkommen mit leeren Händen zu deinem Gott, um alles zu empfangen. Wir sind so gewohnt, immer zu machen. Ich mache, dass wir ganz ein Wunder brauchen, dass wir aufhören zu machen und ins Sein kommen, ins Empfangen kommen, in unsere wahre Größe kommen. Ich hoffe, das hilft dir. Ich hoffe, das ist praktisch. Das ist nämlich eine praktische Anwendung. So wie Jesus sagt, dieser Kurs ist total praktisch. Solange ich noch das Gefühl habe, dass ich kämpfe im Leben, dass ich müde werde, solange arbeite ich noch mit meinem menschlichen Geist des Machens und des Tuns und bin noch nicht vollkommen im Empfangsmodus. Und auf was uns Jesus letztendlich einstellt im Kurs und in seinen Lektionen, ist in den vollkommenen Empfangsmodus zu kommen. Der vollkommene Empfangsmodus ist: Vater, heute bin ich da, um deine Geschenke zu empfangen. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich 24 Stunden vor dem Fernseher setze, weil ich empfange ja alles von Gott. Das kann es auch sein. Aber dass ich mich mit einer göttlichen Gelassenheit, mit einer göttlichen Entspanntheit. Aber Hubert, du wirkst gerade nicht sehr entspannt. Ich bin total entspannt. Ich lasse mir jedes Wort geben. Ich suche nicht mehr danach in meinem Geist. Das ist entspannt sein. Im Empfangsmodus zu sein. Im Empfangsmodus zu sein. Wundergesinnt zu sein. Ich brauche nicht mehr selber was machen, erreichen, was reparieren, was lösen. Sondern es wird mir bereits gegeben worden. Ich kann mich entspannen. Neda Boyen würde sagen, ach, ach, entspann dich. Nur entspannt sich schon total. Und wenn ich mich einmal nicht so entspanne, dann esse ich eine Erlösungsbanane. Die erinnert mich, dass ich mich vollkommen entspannen kann und dass mir wirklich alles gegeben ist. In jeder Situation, nicht abstrakt, nein, in jeder Situation, was ich konkret benötige, wird mir immer gegeben. Das sagt Jesus ganz klar im Kurs und das möchte ich mir noch einmal vielleicht mit dir anschauen. Es gibt ein wunderschönes Kapitel 20, das möchte ich machen und dann kommen wir zum Handbuch für Lehrer. Das heißt das Betreten der Arche. Das ist die Seite 435 dieses Kurses, des Textbuches. Und da ist ein Absatz 8. Mag denn jemand lesen? Wäre jemand bereit, sich dem hinzugeben? Seite 435 des Textbuches, Absatz 8. Das ist eine unglaubliche Botschaft. Bitte schnall dich an. Nicht damit, dass du mir danach abhebst. Schnall dich an, was dir Jesus da sagt. Es ist so unglaublich liebevoll. Es ist ein Meisterwerk. Dieser Kurs ist ein Meisterwerk eines Meisters, der mit beiden Füßen am Boden war, aber seinem Herz im Himmel komplett offen. Komplett empfangsbereit, der nicht mehr tun wollte, sondern nur mehr empfangen hat. Jesus von Nazareth, der Christus, den du gemeinsam mit ihm teilst. Also wer möchte das bitte lesen? Seite 435 des Textbuches, Absatz 8. Wer möchte es lesen? Wer möchte das Mikrofon aufmachen und uns das lesen, bitte? Ich lese es. Wer ist ich, bitte? Carola. Carola, danke. Zu spät. Wir dürfen es dann noch einmal lesen. Dieser Absatz ist unfassbar. Du magst dich fragen, wie du in Frieden sein kannst, wenn es, so
solange du in der Zeit weilst, so viel zu tun gibt, bevor der Weg zum Frieden offen steht. Vielleicht erscheint dir das unmöglich, aber frage dich, ob es denn möglich ist, dass Gott einen Plan für deine Erlösung hat, der nicht funktioniert. Wenn du erst einmal seinen Plan als die eine Funktion akzeptiert hast, die du erfüllen möchtest, dann wird es auch nichts anderes mehr geben, was der Heilige Geist nicht für dich arrangieren wird, ohne dass du dich bemühen musst. Er wird vor dir hergehen und deinen Pfad ebnen und keine Steine auf deinem Weg liegen lassen, über die du stolpern könntest, und keine Hindernisse, die deinen Weg versperren. Nichts, was du brauchst, wird dir verweigert werden. Nicht eine einzige scheinbare Schwierigkeit wird sein, die nicht vergeht, bevor du sie erreichst. Du brauchst dir über nichts Gedanken zu machen und auf nichts zu achten, außer auf den einen Zweck, den du erfüllen möchtest. So wie dieser dir gegeben wurde, so wird dir seine Erfüllung auch zuteil. Gottes Gewehr wird jedem Hindernis standhalten, denn sie beruht auf Gewissheit und nicht auf Zufall. Sie beruht auf dir. Und was kann sicherer sein als ein Sohn Gottes? Wie werde es, danke Carole, wie werde es, sich über nichts mehr Gedanken zu machen? Super. Gabriele Kicke, Brigitte, Melanie, Gabriele, Christine. Nichts mehr Gedanken zu machen, Brigitte. Nichts mehr. Ich brauche mir keine Gedanken machen über meine Patienten, über meine Arbeitszeiten, über irgendwelche Lösungen. Da ist Andrea und Caro, die ganze Wunderbande von Hamburg. Bald bin ich auch in Hamburg, dann schaue ich bei jedem persönlich ins Haus hinein. Über nichts mehr Sorgen zu machen. Was ich zu essen soll, was ich trinken soll, wie ich mich anziehen soll, wo ich ein Dach über dem Kopf finde, was ich tun soll, wo ich wirken soll, über nichts mehr Sorgen zu machen, über nichts mehr nachdenken zu müssen, über nichts mehr Gedanken zu machen. Kannst du das vorstellen, Marc? Regina oder Hildegard? Oder Birgit? Hallo Birgit. Über nichts mehr Gedanken zu machen. Michaela. Wie komme ich zum griechischen Kursfestival? Wie komme ich zum polnischen Festival? Nein, stopp. Wie komme ich noch bei der Haustüre hinaus? Ich bin ja schon so dick. Nicht mehr über meine Diäten Sorgen zu machen, über nichts, über meine Arbeit, über meine Arbeitskollegen, meine Angestellten, über nichts, Nico. Schön, dass du hier bist, Nico. Über nichts mehr Gedanken zu machen. Verstehe ich jetzt diesen Kurs oder verstehe ich ihn nicht? Was will Hubert mir heute sagen in dieser Session? Keine Entscheidung mehr treffen zu müssen, alles in seine Hände zu legen. Wo ist ELA? 12-Schritte-Programm Berlin. Ich brauche mal kein, ist dasselbe. Ich übergebe mein Leben Gott, einer höheren Macht. Ich werde nichts mehr für mich selber lösen, kein nichts mehr für mich selber verstecken. Ich werde aufhören, an mir zu arbeiten. Weil Gott stellt mich wieder her. Weil es kann auch eine Sucht sein. Ich muss immer wachen an mir arbeiten. Nein, auch das nicht. Ich lass mich von Gott wiederherstellen, in dem, der ich wirklich bin. Hast du mich gehört, ELA?
Nein, ich muss noch meine Schritte arbeiten. Nein, ich lasse ja, die laut Schritte und deutlich durch mich arbeiten. Ja. Hallo? Ja, laut und deutlich habe ich dich gehört. Der dritte Schritt vom 12-Schritte-Programm. Es ist ein Riesenunterschied zu sagen, ich arbeite die Schritte oder ich lasse die Schritte durch mich arbeiten. Ich brauche mir über nichts mehr Gedanken machen. Gott arbeitet durch mich. Nicht ich arbeite die Lektionen des Kurses, sondern ich lasse sie durch mich wirken oder arbeiten. Das ist eine völlig neue Perspektive. Eine freudige Perspektive. Weil ich es nicht mehr mache, dann wird es für mich gemacht werden und ist es bereits gemacht worden. Fantastisch! Kannst du sehen, in welche Dimensionen uns Jesus führt? In der Früh aufzustehen und zu sagen, ich habe keine Ahnung, was ich heute machen werde, wo ich hingehen werde, was ich sagen werde, aber ich lasse es durch mich, diese Wunder geschehen. Und du zeigst mir, wie ich nur hilfreich sein kann. Für mich ist es immer die Entscheidung in der Früh, ich sage immer zu Jesus, zeige es mir, wie ich noch mehr hilfreich sein kann, wie ich dir noch mehr dienen kann, wie ich mich noch mehr ausdehnen kann, wie ich noch alleinschließender in meinem Geist sein kann. Fantastisch, ne? Also normalerweise müssten wir jetzt einen Salto schlagen vor Freude, dass wir das einfach geschehen lassen dürfen. Dass es nicht mehr unser Zutun benötigt, sondern nur unsere Bereitschaft. Eine wunderbare Vorstellung. Stell dir vor, Ella, du bist bereits erlöst. Und du lässt es nur geschehen und dir zeigen, wie du erlöst bist. Du brauchst nicht mehr an dir selber arbeiten. Das ist für viele, die aus den Selbsthilfeprogrammen kommen, ein Schock. Ich war in den USA eingeladen zu verschiedenen Vereinigungen von Selbsthilfenprogrammen und habe dann gesagt, in Wahrheit brauchen wir nicht mehr arbeiten an uns, sondern wir lassen die Arbeit in uns wirken, die von Gott kommt. Dann hat es zwei Reaktionen gegeben. Welche, die sind weggelaufen, die haben gesagt, du machst dir das viel zu einfach. Und andere haben gesagt, na danke, danke, dass ich das endlich hören kann. Dass ich es durch mich geschehen lassen kann. Es hat nichts mit Faulheit zu tun, jetzt werde ich faul, weil Gott erledigt sowieso alle meine Geschichte, meine Business und meine Geschichte. Und jetzt setze ich mich 24 Stunden vor dem Fernseher und schaue nur mal Fußball an. Borussia Dortmund gegen Mainz, 24 Stunden läuft es jetzt. Oder Union Berlin gegen Hertha BSC Berlin. Nein, ich lasse es durch mich geschehen. Ich lasse es kommen. Ich brauche es nicht mehr machen. Es kommen die Worte. Es kommt seine Gegenwart in mich. Mir ist göttliche Weisheit gegeben. Ja, hast du gehört? Dir ist göttliche Weisheit gegeben. Wenn ich nicht mehr selber es versuche zu denken, wenn ich mir keine Gedanken darüber mehr mache, dann wird göttliche Weisheit mir gegeben. Und diese Weisheit, in dieser göttlichen Weisheit, gewinnt meine Schwester und mein Bruder gemeinsam mit mir. Da gibt es keine Verlierer mehr. In der Lösung gibt es keine Verlierer. In der Welt gibt es immer einen Gewinner und einen Verlierer. In der göttlichen Weisheit, wenn ich sie geschehen lasse in mir, dann gibt es nur Gewinner. Ist das nicht großartig? Zum ersten Mal haben wir eine sogenannte, in Englisch würde man sagen, Win-Win-Situation, wo jeder gewinnt und keiner mehr verliert. Halleluja! Ich glaube, die heutige Klasse, die ist schon vorbei. Christiane, die ist an uns vorbeigerauscht. Wir haben es gar nicht mehr mitbekommen, mit Lichtgeschwindigkeit, einfach zu schnell für meinen menschlichen Geist.
Ach, hier ist Caro. Caro, was machst du? Du stehst hier auf dem Kopf. Ich sehe dich. Ich sehe dich unschuldig. Stell dir das vor. Du brauchst nicht davonlaufen von mir. Ich werde dich nicht fragen, wo warst du bisher, sondern ich sehe dich unschuldig. Es ist nichts passiert. Wir sind immer zusammen. Wir sind immer zusammen. Ob jemand hier mit seinem Körper bei Aleph dabei ist und scheinbar in ein Bildchen hineinschaut oder nicht, wir sind sowieso in einem Geist, sowieso zusammen. Niemand kann verloren gehen. Niemand bleibt zurück. Weil wir sind in Gottes Geist. Die besten Nachrichten, die wir jemals hören können, die kommen direkt aus dieser inneren Verbindung mit der göttlichen Weisheit. Mein Gott, seid ihr schön alle und unschuldig. Mein Gott, es gibt wirklich einen Christus, eine Christi-Schau. Wenn man durch die Augen des Heiligen Geistes schaut, dann sieht man wirklich Lichtwände um alles. Wo ich das zum ersten Mal gelesen habe im Kurs, habe ich gedacht, der Jesus ist vollkommen verrückt. Ich sehe keine Lichtwände um alle Objekte und um meine Schwestern und Brüder. Weißt du was? Es ist trotz meines Widerstandes passiert. Wir sind jetzt auf der Autobahn zurückgefahren, da von Birnbach, und ich habe Lichtwände gesehen um alles. Es war unglaublich und es ist genauso in dem Moment, dass in dem Moment, wo ich es zulasse. Das ist keine Magie, das erfordert keine Anstrengung von mir an der Seite, dass ich Lichtränder sehen kann, dass ich wirklich die wirkliche Welt sehen kann, sondern ich lasse es zu. Ich lasse den natürlichen Zustand, der schon immer da war und der immer einer des Lichts war, einfach nur zu. So einfach ist dieser Kurs. Es ist bereits passiert, es ist bereits vorbei und du bist bereits nach Hause gegangen. Halleluja. Und wenn du es vergisst, sagt Jesus, dann erinnere ich dich daran, weil ich bin immer mit dir. Und erinnere dich daran, dass es bereits passiert ist, dass du bereits das Licht der Welt bist, dass du bereits die heilige Tochter oder Sohn Gottes bist. Und dass es nichts mehr zu tun gibt. Bingo! Bingo! Es ist einfach. Es passiert, weil wir es erlauben, dass es geschieht. Das ist, was das Wunder ist. Seid ihr schön? Unglaublich. Wow. So unglaublich. Hätte ich mir nie vorstellen können, so viel Schönheit zu sehen in meinen Schwestern und Brüdern. Und am Anfang, wo ich mit dem Kurs bin, habe ich mich angestrengt. Ich wollte unbedingt diese Schönheit sehen. Aber wenn wir uns anstrengen, passiert es nicht. Wenn wir es geschehen lassen, passiert es automatisch. Wir lassen es einfach nur geschehen und treten für einen Moment zurück. Und es ist schon da. Ja? Seid ihr mit mir? Hat schon jemand eingeschlafen? Okay, dann kommen wir noch zum Handbuch der Lehrer. Gestern hat gesagt, bitte, bitte, mach das Handbuch der Lehrer. Sonst muss ich leider noch am Montag dir einen blauen Brief schicken. Hat sie natürlich nicht gesagt. Wir werden nur angeleitet, wir werden eingeladen, unseren Geist anzuschauen. Und derzeit sind wir im Handbuch für Lehrer, stimmt's? Und Peter hat heute Morgen-Session gemacht, er hat die Frage 2 fertig gemacht. Wer sind ihre Schüler? Und wir kommen heute zur dritten. Was sind die Ebenen des Lehrens? Was sind die Ebenen des Lehrens?
Bist du dir bewusst, dass wir zusammengeführt wurden? Dass sich die, die sich treffen müssen, treffen in Bezug auf eine Lehr- und Lernsituation? Bist du dir bewusst, dass diese in dieser Session oder Klasse, die sich Aleph nennt, dass hier ein alter Hass in gegenwärtige Liebe verwandelt wird? Vielleicht hast du noch ein paar Projektionen auf mir und ich auf dir. Die werden in Liebe verwandelt. Der einzige Grund unseres Zusammenkommens ist, dass dieser alte Hass in gegenwärtige Liebe verwandelt wird. Dann ja, Wölfe. Und jetzt schauen wir uns die Lehren, was sind die Ebenen des Lehrens an? Okay, wir sind auf der Seite 7 des Handbuchs für Lehrer. Du musst es nicht unbedingt aufmachen, du kannst das einfach nur so zuhören, aber es ist einfach interessant, was uns ist. Es ist fantastisch, was er sagt. Also grundsätzlich gibt es einmal keine Hierarchien. Das ist schon einmal was Wichtiges. Es gibt hier nicht den Super-Guru im Kurs, der mit weißen Klamotten herumläuft und die Weisheit mit Löffel gegessen hat. Nur finde ich meine Brille nicht, ich auch nicht. Deshalb brauche ich Hilfe. Ich bin immer so inzwischen, setze ich mir eine Lesebrille auf oder nicht? Bleibe ich stur und versuche es irgendwo noch zu doch noch zu ertappen. Blindensprache. So, ich greife immer die Seiten an und dann fahre ich so drüber. Und dann lese ich das so gemeinsam mit Jesus. Nein. Mein Augenlicht, Gott sei Dank, ist noch gut genug, dass wir das jetzt uns anschauen können. Nimm dir die Zeit und lass dir das auf der Zunge zergehen, was uns Jesus hier sagt. Was sind die Ebenen des Lehrens? Die Lehrer Gottes, sagt er, haben keine festgelegten Ebenen des Lehrens. Also keine Hierarchien. Jeder von euch ist mein Lehrer. Das ist schon einmal ein völliges Umkehren der Lehr- und Lernsituation der Welt, wo scheinbar ein Lehrer mehr weiß als der Schüler. Nein, du bist mein Lehrer. Jemand hat mich in Birnbach gefragt, warum gehst du auf alle zu, warum sprichst du mit jedem? Weil jeder mein Lehrer ist. Von jedem nehme ich Erlösung an und gebe Erlösung. Ich sage nicht, nein, da bleibe ich nur mit den Auserwählten, mit denen, die in Birnbach in den Fünferzimmern geschlafen haben, die mit 5 angefangen haben. Das war das Lehrerquartier. Bleib nur mit denen und die, die Nummern 6 gehabt haben und 3 und was, mit denen spreche ich nicht einmal. Das wäre nicht die Liebe Gottes. Jeder von euch hat mir so viele Geschenke in jedem, gibt mir so viele Geschenke in jedem Moment, zeigt mir so viel auf in meinem Geist. Jeder von euch bietet mir die Erlösung an und ich darf jedem die Erlösung geben. Jeder hier ist mein Erlöser. Jeder hier ist mein treuster Freund. Weil ohne dich, weißt du, was ich ohne dich wäre? Verloren. Ich wäre meinem eigenen Geist verloren. Meinem Ego-Geist verloren. Wenn du nicht da wärst, wenn ich nicht dich im Lichte Gottes sehen könnte, dann könnte ich niemals mein eigenes Licht erkennen. Es wäre unmöglich. Ich kann nicht hergehen und sagen, ich bin das Licht der Welt, aber du nicht. Michaela, in dir erkenne ich das Licht Gottes und dieses Licht Gottes ist mein eigenes Licht. Es ist immer der vor uns steht, ist unser Lehrer, weil wir durch ihn erfahren können, wer wir wirklich sind. Und deshalb sagt Jesus, die Lehrer Gottes haben keine festgelegten Ebenen des Lehrens. Jede Lern- und Lehr- und Lernsituation bringt am Anfang
eine andere Beziehung mit sich, obwohl das letztendliche Ziel immer dasselbe ist, nämlich aus der Beziehung eine heilige Beziehung zu machen, in der beide auf den Sohn Gottes als sündenlos schauen können. Also ich habe immer eine Lehr-Lern-Beziehung mit der Frau im Supermarkt, genauso. Die ist genauso da mein Erlöser. Es sind nicht nur hier unsere Aleph-Brüder, Schwestern und Brüderinnen, sondern es sind alle unsere Erlöser. Deshalb sagt er, es gibt keine festgelegten Ebenen. Eigentlich gehe ich in den Supermarkt, um mir was zu kaufen, weil ich Hunger habe, Bananen. Eigentlich gehe ich zur Kasse, um zu bezahlen. Das glaube ich, dass das der Sinn und Zweck ist, an die Kasse zu gehen und bei der Kassierin zu bezahlen. In Wahrheit, und das sagt uns Jesus hier, geht es hier, diese Beziehung in eine heilige Beziehung zu verwandeln. Was heißt es? Es heißt, Gott in ihr zu sehen. In jedem Gott zu sehen. Und dann kommen wir dann auf die verschiedenen Ebenen. Und deshalb gibt es keine, wie er da sagt, keine festgelegten Ebenen. Weil jede Begegnung eine Lern- und Lehrsituation ist. Ist das nicht fantastisch? Wir lernen nicht nur, wenn wir meditieren, wir lernen nicht nur am Festival, sondern wir lernen in jeder Begegnung. Im Arbeits-, im Berufsleben, im Familienleben. Jeder ist unser Lehrer. Es gibt keine besondere Form, sagt Jesus mehr. Das ist zum Beispiel, was mich immer gestört hat an allen indischen Wegen, obwohl die natürlich klasse sind, dass es da besondere Form gegeben hat. Wir müssen jetzt um diese Zeit meditieren. Um diese Zeit wird Satsang gegeben. Um diese Zeit machen wir das und Gebet. Und Jesus sagt, nein, ich biete dir was viel Größeres an. Ich biete dir in jedem Moment, in jeder Begegnung eine Lehr- und Lernsituation fest an. Du brauchst auf nichts mehr warten. Du brauchst nicht in den Ashram fliegen. Du brauchst nicht auf Birnbach 2024 warten. Übrigens, es wird nicht in Birnbach sein nächstes Jahr. Habe ich nicht gesagt. Es war einfach zu klein. Sondern es bietet sich immer an, Christiane. In jedem Telefongespräch, in jeder Begegnung darf ich lehren und lernen zur gleichen Zeit. Das heißt, der Kurs ist viel allumfassender. Da gibt es keine speziellen Rituale mehr. Sondern jede Begegnung dient mir zur Erinnerung. Jede Begegnung dient mir dazu, den Heiligen Geist in dir zu erkennen. Und mich von dir, von ihm in den Himmel führen zu lassen. Was ist der Himmel? Die heilige Begegnung. Und so gehe ich in den Supermarkt und gehe zur Kasse und scheinbar bezahle ich das, was ich kaufen will, aber in Wahrheit, in der Aktion meines Geistes, gehe ich in die volle Erkenntnis, wer die Kassierin in Wahrheit ist und wer ich bin. In anderen Worten könnte man sagen, ich segne sie. Dazu sind unsere Begegnungen da, um vollkommenen Segen anzubieten, so wie Maika sagen würde, und um vollkommenen Segen zu empfangen. Okay? Und da gibt es keine festgelegten Ebenen, sagt er. Okay, gehen wir weiter. Deswegen schließt der Plan ganz konkrete Kontakte ein, sagt Jesus, die für jeden Lehrer Gottes hergestellt werden müssen. Es gibt keine Zufälle in der Lösung. Christiane, es war kein Zufall, dass wir uns damals im Gefängnis getroffen haben, wo wir beide eingesessen sind. Wegen Bankraubs. Es war kein Zufall. Wir haben uns nicht im Ashram getroffen in Indien. Wir haben uns in Berlin-Spandau getroffen. Von was spricht er halt schon wieder? Okay, sagt Jesus. Deswegen schließt der Plan ganz konkrete Kontakte ein, die für jeden Lehrer Gottes hergestellt werden müssen. Es gibt keine Zufälle in der Lösung. Diejenigen, die einander begegnen sollen, werden einander begegnen.
weil sie gemeinsam das Potenzial für eine heilige Beziehung haben. Sie sind füreinander bereit. Wir sind füreinander bereit. Zu Aleph kommen die, die sich sehen und treffen sollen. Und die nicht zu Aleph kommen, die werden sich in einer anderen Form treffen. Vielleicht beim Schachclub, beim Schachspielen, vielleicht beim Tanzen, vielleicht bei einem Kaffeekränzchen. Jesus macht da keine Unterschiede. Der sagt nicht, das Kaffeekränzchen ist weniger spirituell als diese Aleph-Session, sondern der ist alleinschließend. Auch beim Kaffeekränzchen erfährst du Gott, wenn du es zulässt. Auch bei dieser, kennst du, es gibt einen neuen Verein in Deutschland, der heißt die Nasenbohrer. Auch bei dem, wenn du da hingehst auf die Treffen, erfährst, kannst du Gott erfahren. Ist das nicht wunderbar, Nico? Du möchtest was sagen, bitte. Ja, es ist wirklich jede Situation, die, ne, die nicht vom Zufall gesteuert ist, die, wo wirklich jeder jeden trifft und das gesteuert ist. Also jeder trifft jeden und jeder hat jeden was mitzuteilen. Ne, es ist alles perfekt orchestriert für die Heilung. Und danke. Danke. Und es kann einmal sein, Nico, stell dir vor, du hast eine Panne mit dem Auto und du rufst den ADAC an und du denkst, blöde Situation, jetzt habe ich eine Panne. Aber Jesus würde dir sagen, nein, ich biete dir eine Möglichkeit zur Erlösung. Weil der Pannenfahrer, der jetzt kommt, der braucht genau diese Erlösung, die du ihm gibst und die er dir gibt. Ja. Sie sind ganz anders. Gisela, die lachte. Ich weiß, warum sie lacht. Wir sind von Birnbach weggefahren, ja. Dann sind wir zur ersten Tankstelle gefahren, beim Zurückfahren zum Tanken. Wir sind mit dem Auto von Giselas Mann gefahren, mit einem Peugeot. Wir kommen zur Tankstelle und ich bin ein bisschen zu weit vorgefahren, will den Rückwärtsgang einlegen, dass wir tanken können und es lässt sich kein Gang mehr einlegen. Und da geht schon natürlich, ist das Kopfkino losgegangen. Jetzt muss ich ADAC anrufen, die werden mich abschleppen. Heute ist Sonntag oder Montag war das ja das Ende des Festivals und das wird ein Mordsprozedere werden. Was machen wir? Jetzt sind wir da oben in Deutschland, Nähe von Birnbach und kein Gang geht mehr hinein. Dann gehe ich zuerst in die Tankstelle zu dem jungen Mann da, frage, können Sie mir helfen? Können Sie sich bei Autos aus? Sagt er, ja, schauen wir das einmal an. Das hat er dann gemacht und dann sagt er mir dasselbe. Dann sagt er mir absolut dasselbe. Er sagt, ich weiß nicht, es geht kein Gang mehr hinein. Wir müssen unbedingt den ADAC anrufen. Die Gisela ist natürlich wundergesinnt und hat weniger Zweifel als ich in dem Moment gehabt. Die sagt, wir rufen nochmal meinen Mann in Österreich an. Schauen, was der dazu sagt. Dann denke ich mir, so blöd, jetzt ruft die den Mann an, macht den auch noch nervös, wie will der uns von Österreich helfen? Also das waren meine Zweifel, ne? Ich war im Zweifel. Dann hebt er ab, ganz ruhig, ganz gelassen, dann erklärt ihm Gisela das und dann gibt sie mir das Telefon und wir telefonieren, dann sagt er, weißt du was, das ist ja Automatikgetriebe. Ich habe gesagt, ja, mit dem habe ich nicht viel Erfahrung. Versuch mal in den... Da ist noch ein anderes, also eine normale Gangschaltung. Da kannst du herüberschalten und du kannst versuchen, dass du dann wieder den Gang hineinbringst. Und du kannst mit der normalen Schaltung weiterfahren. Aber es kann auch sein, dass du, wenn du dann wieder eingekuppelt bist, auch wieder die Automatik perfekt funktioniert. Und so war es dann. Es hat wieder perfekt alles funktioniert. Aber ich habe für einen Moment dieses Wunder in Zweifel gezogen. Ich habe mich dagegen gewehrt. So eine perfekte heilige Beziehung wurde mir angeboten. Die Lösung vom Heiligen Geist auf mein Problem. Aber am Anfang wollte ich es nicht hören. Ich war zu fest an meiner Geschichte festgehalten. Wir müssen jetzt ADAC anrufen, uns abschleppen lassen. Wir müssen schauen, wie wir da irgendwie eine Lösung finden. Gott sei Dank haben wir mächtige Gefährten, so wie Gisela, die da und ihren Mann, die da in der Gewissheit stehen bleiben. Und die Lösung uns präsentieren und es ruhig mir präsentiert haben. Es war fantastisch.
Es war ein wirkliches Wunder. Wir sind nach Hause gekommen, das Auto hat perfekt funktioniert. Und da erkennen wir das. Ich habe geglaubt, wow, es ist das schöne Festival und jetzt ist die schöne Zeit vorbei und jetzt müssen wir leiden, weil uns das Auto abgeschleppt wird. Und es war eben nichts. Es wurde mir eine heilige Beziehung angeboten. Und oft können wir es einfach nicht erkennen, dass in jeder Begegnung, in jeder scheinbaren Situation, wo wir auch glauben, dass was nicht so Schönes passiert, uns doch eine perfekte Lehr- und Lernsituation präsentiert wird. Und ich bin so dankbar, dass ich das so erlebt habe. Das werde ich nie vergessen. Das hat meine Gewissheit einfach genährt, dass uns immer Hilfe gegeben ist. Und dass ich vielleicht glaube, der kann mir ja jetzt nicht helfen, ihr Mann, der ist ja weit weg in Österreich. Genau der hat mir geholfen. Aus der Patsche ins Vertrauen. Wunderbar, wunderbare Beispiele. Und ich glaube, jeder von euch könnte solche Beispiele heute teilen. Leider aus Zeitgründen schauen wir ein bisschen weiter im Handbuch für Lehrer. Danke, Nico, für dein Teilen. Also wir finden uns manchmal in unangenehmen Situationen. Aber die Situation ist eigentlich, hat das Potenzial für eine heilige Beziehung, für einen heiligen Augenblick. Und das wollte ich einfach erklären mit dem Beispiel auf der Tankstelle und mit dem scheinbaren Problem, das so einfach zu lösen war. Und jetzt kommt Jesus zu den Ebenen. Okay, schauen wir uns noch einen Absatz an und dann haben wir es für diese Woche geschafft. Mein Freund Peter Niedermeyer würde sagen, dann gehen wir zum gemütlichen Teil über. Okay, die einfachste Ebene des Lehrens scheint ziemlich oberflächlich zu sein. Sie besteht aus Begegnungen, die anscheinend ganz zufällig sind, sagt Jesus. Zwei offenbare Freunde treffen zufällig im Fahrstuhl zusammen. Ein Kind, das nicht auf seinen Weg achtet, rempelt einen Erwachsenen aus Versehen unter Anführungszeichen an. Zwei Studenten gehen zufällig zusammen nach Hause. Und jetzt kommt's, was Jesus sagt. Es sind keine zufälligen Begegnungen. Jede von ihnen hat das Potenzial, eine Lehr- und Lernsituation zu werden. Vielleicht werden die scheinbaren Freunde im Fahrstuhl einander gegenseitig anlächeln. Vielleicht wird der Erwachsene das Kind nicht dafür schelten, sagt man im Deutschen, ja, dass es ihn angerempelt hat. Vielleicht werden die Studenten Freunde. Selbst auf der Ebene der beiläufigen Begegnung ist es für zwei Menschen möglich, ihre separaten Interessen aus den Augen zu verlieren, und sei es nur für einen Augenblick. Dieser eine Augenblick wird genügen. Die Erlösung ist gekommen. Also wir brauchen nicht warten auf die Erlösung. In jeder Begegnung ist die Erlösung gekommen. Und zufällig scheinen die Situationen so abzulaufen. Zufällig komme ich mit dem in der Tankstelle mit diesem jungen Mann ins Gespräch und brauche Hilfe von ihm. Zufällig rufen wir scheinbar Giselas Mann an und der hilft uns. Das sind keine Zufälle. Jede Lern- und Lehrsituation, Gisela, hat das totale Potenzial, eine heilige Beziehung zu werden und zu sein. Also dein Mann ist ein Erlöser, Gisela. Pass gut auf ihn auf. Liebe ihn von ganzem Herzen, weil er ist ein Erlöser. Und an das dürfen wir uns einfach immer wieder erinnern. Auch wenn ich einmal Probleme habe mit dem Mann, auch wenn er mal scheinbar nicht so liebevoll ist und mich ärgerlich macht, er ist trotzdem mein Erlöser. Ich sollte ihn von ganzem Herzen schätzen dafür. Alles gut, ihr Lieben. Geht's euch gut? Britta C. Cooper heißt du, Britta Cooper. Maria ist auch schon süßen Schlaf. Danke, Nico. Danke euch, Lieben. Wir sind im Handbuch. Peter Niedermeyer ist auch da, den habe ich gar nicht gesehen. Peter, jetzt gehen wir zum gemütlichen Teil über.
Jetzt stoppen wir die auf. Wo haben wir sie denn? Wir stoppen sie